Via della Musica, Straße der Musik, so lautete der Name eines Interreg-Regionalentwicklungsprojektes, bei dem der Via Julia-Augusta Kultursommer mit zwei wichtigen Festivalveranstaltern in der Kania und im Kanaltal zusammenarbeitete. Die Kania, das Kanaltal und die Gegend zwischen Plöckenbass und Obertrauburg sind seit der Römerzeit über die antike Straße Via Julia Augusta miteinander verbunden und die Projektpartner wollen diese Verbindung mit grenzüberschreitender Musikkultur neu beleben und nebenbei auf die Schönheit der Landschaft, auf Kulturschätze und auf die weit zurückreichende gemeinsame Geschichte aufmerksam machen. Ein wichtiger Aspekt ist es, das Interesse von Jugendlichen für Musikstile abseits vom Mainstream zu wecken. International tätige Ensembles verschiedenster Stilrichtungen sind in insgesamt 8 Schulen des Projektgebietes gekommen und haben den Schülerinnen und Schülern persönlich ihre Musik vorgestellt und erklärt. Für die Via-Gegend hat Helga Pöchheim, die Intendantin des Via-Kultursommers, hochkarätige Musikerinnen und Musiker ausgewählt und sich mit ihnen maßgeschneiderte Workshops ausgedacht. So gab es im November 2019 für die Musikschule Kötschach-Mauthen-Lesachtal einen Workshop mit den Akkordeonisten Otto Lechner, Bratko Bibic und Paul Schubert. Musikschülerinnen und Schüler aller Altersklassen und mit allen Instrumenten konnten daran teilnehmen. Und beim Konzert der drei Großmeister des Akkordeons durften auch die Workshop-Teilnehmer auftreten. Einen weiteren Workshop gab es in der Musikmittelschule Kötschach-Mauthen, diesmal mit dem italienischen Juluk-Trio, Luisa Cotifogli Gesang, Aldo Mella Perkussion und Massimo Serra Musikinstrumente basteln aus Alltagsgegenständen. Das Trio begeisterte bereits einen Tag zuvor das Publikum in Obertrauburg bei einem Konzert im Rahmen dieses Projektes. Der Workshop war eine besondere Bereicherung für die Schule, deren Schwerpunkte Musik und Italienisch sind. Für die Schüler war es die erste klassenübergreifende Aktivität nach der pandemiebedingten Isolation. Begrüßt wurde das Juluk-Trio von Schulleiter Gernot Nussbaumer. Danach ging es in die beiden Gruppen. Nicht nur für die Schüler, auch für das Juluk-Trio war dieser Vormittag etwas Besonderes. Bellissimo, noi eravamo tutti stanchi perché venivamo dal concerto di ieri, per cui e poi ognuno di noi viene da un'estate che si è improvvisamente aperta, no? Per cui molti di noi insomma hanno tanti concerti così. E oggi è stata una carica, una ricarica di energia. Perché poi lavorare con i ragazzi all'inizio molto timidi. Dopo però hanno capito che era un'occasione unica per loro e anche per noi è stata un'occasione unica. Per cantare è molto importante avere padronanza della respirazione. Luisa Cotifogli und Aldo Mella erarbeiteten im Schulhof Vokaltechnik, Gesang und Body Percussion. In dieser Gruppe wurde ein traditionelles afrikanisches Volkslied einstudiert. Die zweite Gruppe, geleitet von Massimo Serra, beschäftigte sich mit den Möglichkeiten aus Abfall- und Alltagsgegenständen, einfache Musikinstrumente zu basteln und sie kreativ für die Klangerzeugung einzusetzen. Thank you.
Guarda, io lavoro ormai da 15 anni nelle scuole, tra le elementari, le primarie, le secondarie e le medie, e devo dire che ho riscontrato qui sicuramente un'organizzazione diversa dalla nostra che abbiamo in Italia. Qui siete molto più organizzati, lo devo dire, a mio sfavore. E i ragazzi ho trovato che, come diceva prima Luisa, subito erano un po' timidini. E quando hanno capito un po' la situazione si sono lasciati andare, però sono molto diligenti, molto attenti, presenti. Secondo me si sono molto divertiti, insomma. Allora, parto anch'io dal presupposto che molto meno di Massimo, però anch'io ho un po' di esperienza a livello, diciamo, di scuole, addirittura all'asilo infantile, cioè mi è capitato di fare. Devo dire che è la situazione dove i bambini sono quelli più puri in qualche modo, non hanno veramente nessun tipo di preconcetto, per cui sono un po' veramente affascinati da tutto quello che è stato. Che siano dei tappi, per esempio, così, il timbro musicale. Tappi dei profumi. O i tappi di ferro e dell'acqua minerale. Ok? Hier hat Massimo Sierra aus einer Styropor-Tasse und Gummibändern ein Instrument gezaubert. Und auch mit einer Kehrichtschaufel lässt sich Musik machen. Abbiamo prodotto il suono della pioggia. Regengeräusche lassen sich mit zerschnittenen Plastikflaschen erzeugen. Auch die Schüler basteln ihren eigenen Regen. Gemeinsam wurde im Verlauf des Vormittags der Sound eines heftigen Sommergewitters choreografiert. Nach einer kurzen Pause wurden die Gruppen getauscht.
Lavorare con i ragazzi tu non puoi avere delle maschere, non sei su un palcoscenico. Tu devi interagire con loro, vedere la loro risposta. Loro sono molto sinceri nella risposta, per cui se sbadigliano vuol dire che c'è qualcosa che non va o magari si stanno rilassando. Però, per cui, lavorare con i ragazzi è sempre una cosa molto nuova e tu devi ascoltare prima ancora che proporre. Avessimo la possibilità di stare qua una settimana, sicuramente il rapporto con i ragazzi sarebbe molto più intimo, più particolare, e si riuscirebbe a tirar fuori da loro qualcosa in più. L'esperienza stamattina è stata ottima e condivido quello che diceva Massimo e che ha anche detto Luisa sul fatto che è evidente che arrivare in un posto davanti a dei ragazzi che non conosci, vi dicendo comunque sia, c'è sempre un attimino da costruire, insomma, il rapporto. Però direi che è andata molto bene. Zum Abschluss des Workshops gaben die beiden Gruppen gemeinsam in der Aula der Musikmittelschule eine Präsentation für die Mitschüler und Lehrpersonen. Heute war natürlich für unsere Schüler ein geniales Erlebnis. Die Kinder waren sehr fasziniert, aus welchen alltäglichen Gegenständen man ein Instrument bauen kann. Und das hat ihnen sehr gut gefallen, dass der Massimo ihnen das vorgezeigt hat und da Tipps gegeben hat, wie man selbst ein Instrument herstellen kann. Wenn man in die Gesichter geschaut hat und wenn man die Begeisterung gesehen hat und gespürt hat, ohne zu murren, den ganzen Vormittag dort zu
durchzuarbeiten. Also ich denke, das ist heute gut gesessen. I simply remember my favorite things and then I don't feel so bad. Das Juluk-Trio bedankte sich mit einem Minikonzert und auch der Klassenchor der 4M gab ein paar Lieder zum Besten. Bildete noch einmal das afrikanische Volkslied. Ciao, grazie.